Guten Morgen, Shalom, Shalom und wieder herzlich willkommen zu unserem Frühstück online. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst, mit Gottes Wort den Tag zu beginnen oder weiterzuführen, wie auch immer. Wir haben jeder so seine Zeit, wann wir mit Gott in Verbindung kommen. Und das Wort Gottes, das gibt immer Kraft. Das Wort Gottes kommt immer an und wird nie leer zurückkommen. Wir werden es sehen, vielleicht im Taglauf des Tages oder so, werden wir uns erinnern. Und Gott wird uns durch den Heiligen Geist an manche Dinge erinnern und uns zur rechten Zeit geben. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Frühstück. Danke, dass dein Wort immer aktuell ist. Und wenn du uns es sendest, dann wird es ganz bestimmt ausführen, wozu du es sendest. Du weißt ja, was wir brauchen. Du siehst unser Herz. Und mein Gebet ist heute Morgen, Jesus, dass du uns jedem dein lebendiges Wort schenkst und aus diesem Wort Ströme lebendigen Wassers machen kannst. So wie du gesagt hast, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer mir vertraut, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bitten wir. Amen. Ich lese den Text, wir sind im Lukas-Evangelium, das Kapitel 1 ist ein sehr langes Kapitel und deshalb bleiben wir noch ein Weilchen hier. Lukas 1, Vers 21 bis 22. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er winkte ihnen und blieb stumm. Wir haben letztes Mal gesprochen davon, dass lieber stumm als falsche Worte. Ja, der Zacharias war im Tempel, falls du die Folgen davor nicht gehört hast, ein kurzer Rückblick. Zacharias war im Heiligtum und er hat dort geräuchert, das heißt Räucheropfer gebracht vor den Herrn. Und es ist ein liebliches Opfer. Wir haben gesagt, dass es ein Lobpreis ist. Heute, wenn wir heute das Lobopfer nehmen oder das Räucheropfer, das sind unsere Dankesgebete, unser Lobpreis, wenn wir Gott loben, wenn wir uns ihm weihen, wenn wir ihn anbeten. Zacharias hatte eine Erscheinung, der Engel hat ihm was angesagt und hat verkündet, dass er einen Sohn haben wird in diesem hohen Alter. Seine Frau und er, sie waren schon hochbetagt, so sagt die Bibel. Und heute schauen wir mal das Volk. Auf wen oder auf was wartete das Volk draußen? Das Volk hat gewartet, sie konnte nicht in das Heiligtum gehen. In das Heiligtum durfte nur ein Priester rein. Er musste sich davor reinigen. Und wir wissen, dass die Priester, das waren die Mittler zwischen Gott und dem Volk, zwischen Gott und den Menschen. Heute wer sind die Priester heute? Die Bibel sagt uns, dass wir das königliche Priestertum sind. Nicht nur Priester, sondern auch Könige. Nicht nur vermitteln, sondern auch herrschen. Wenn wir ein bisschen das unter die Lupe nehmen, natürlich, wir sind nicht Herrscher über Fleisch und Blut, dass wir über Menschen herrschen, sondern wir herrschen über die bösen Mächte, die unter dem Himmel rumschwirren und versuchen,
die Menschen zu verführen. Und wir selber in uns, wir dürfen immer wieder entdecken, wo ist wieder ein Feind, der mir gerade die Laune verdirbt oder mir irgendwas einflößt und eine Versuchung mir in den Weg stellt. Einfach da müssen wir herrschen und müssen gucken, dass wir nicht in Versuchung kommen. Das Volk draußen hat gewartet. Wenn wir heute das Volk, die Menschen um uns her anschauen, sie können noch nicht in das Heiligtum rein. Sie kennen es gar nicht. Sie kennen Gott nicht. Wen sollen sie dann anbeten? Und in das Heiligtum, da muss man gereinigt durch das Blut Jesu rein. Das Heiligtum kann heute überall sein, dort wo du und ich sind. Das kann in der Küche sein oder im Auto oder egal, unter der Dusche oder wo immer wir sind und uns in Verbindung setzen mit unserem lebendigen Gott, da ist das Heiligtum. Und Gott hört unsere Stimme, Gott hört unser Herz und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Manche Menschen sagen, sowas darf man nicht, da muss man einen bestimmten Platz haben oder so. Ich bin nicht dagegen, ich habe auch meinen Platz, wo ich ganz besonders Gott begegne. Aber das Heiligtum kann überall sein, weil die Bibel sagt uns, dass wir ohne Unterlass beten. Und das können wir nur, wenn wir überall, was wir auch tun, dass wir in Verbindung mit dem Himmel bleiben. Was erwarten die Menschen von uns heute? Die Menschen damals, die haben mit Sehnsucht erwartet, dass der Priester herauskommt und ihnen ein Wort Gottes weitergibt. Die haben aus der Tora gelesen oder ich weiß jetzt nicht, wie oft ein Engel, also die Bibel berichtet uns nicht groß, dass da noch mehr, dass da jedes Mal ein Engel gekommen ist. Und vor allem dieser Engel, der hatte ja eine persönliche Nachricht an den Zacharias gehabt. Aber das Volk war trotzdem sehr angespannt. Was wird jetzt sein, wenn der Zacharias rauskommt? Was wird er uns berichten? Was hat er erlebt da drinnen? Auf was wartet das Volk heute? Auf was warten wir heute? Wir sind in der Adventszeit angekommen und heute warten die Kinder auf den Nikolaus oder manche Erwachsenen sogar. Und man sieht da und dort laufen manche in einer Nikolausmütze oder die Nikoläuse aus Schokolade, die werden massenweise verkauft. Und ja, wenn wir uns ganz ehrlich fragen, ist das gemeint mit Weihnachten? Hat es irgendeine Verbindung? Oder man sagt den Kindern, bald kommt Weihnachten. Advent heißt Ankunft. Das Christkind kommt. Lasst uns zurückgehen zur Quelle. Jesus ist schon gekommen. Entschuldigung. Jesus ist schon da. Er kommt nicht mehr als Kind. Er kommt als König. Und er kommt in den Wolken in seiner großen Herrlichkeit und Majestät. Lasst uns den Stress und die Traditionen, die kann man ganz gut gebrauchen. Ich habe nichts gegen gute Tradition. Das ist gut, wenn wir im Dezember, wenn wir Plätzchen backen und die Familie zusammenkommt oder mit den Kindern, eine manche Mutter oder Oma kann da gut die Zeit gebrauchen mit den Enkelkindern oder mit den Kindern. Die Kinder sind vergnügt und das ist alles eine gute deutsche Tradition. Aber wenn das alles ist, dann tut es mir leid, dann haben wir den Sinn von Weihnachten nicht verstanden. Und deshalb mein Appell, mein Gebet heute, dass wir auf Jesus
den Wiederkehrenden warten, dass wir den Kindern erzählen, wie Jesus geboren ist und wie er weitergemacht hat, wie er Mensch als Mensch alle Stationen in seinem Leben durch ist, die Stationen, die wir durchgehen. Und danach hat er zum Schluss das Kreuz nicht gescheut, hat bezahlt für deine und meine Schuld. Auch die Kinder verstehen schon sowas. Und deshalb wollen wir in diese Adventszeit gehen und weiter suchen, wo wir Menschen die frohe Botschaft bringen, dass Jesus schon da ist und er ist heute hier. Zacharias hatte für sich eine Botschaft vom Himmel bekommen, der lang ersehnte Sohn. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich sehr aufgeregt war. Wie wird das die Elisabeth aufnehmen? Was wird sie sagen? Wie wird das sein? Ein Sohn, tatsächlich. Aber diese Botschaft war ja nicht nur für ihn allein. Das Volk hat noch nichts davon gewusst. Wenn wir mit dem Himmel in Verbindung kommen, wie wir gesagt haben, im Heiligtum, egal wo wir sind, weil wir das Angesicht Gottes suchen, gibt Gott durch den Heiligen Geist Antwort auf unsere Frage und Nöte. Das erlebe ich immer wieder, dass ich Fragen habe und sage, Herr, das und das und das muss ich klären mit dir. Was denkst du darüber? Und weil wir durch Jesus das königliche Priestertum sind und Mittler zwischen Gott und Menschen, die diese Beziehung noch nicht haben, gilt jede Antwort vom Himmel nicht nur mir, sondern der Herr will durch mich auch andere versorgen. Durch ein Zeugnis oder eine neue Sicht für bestimmte Dinge. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir beten, Vater, lass dieses Wort gesegnet werden an jedem Hörer und lass dieses Wort nicht ohne Frucht zurückkommen. Wir warten auf dich. Sind sehr gespannt, mitten in einer unruhigen Zeit. Wir warten auf dich und sind gespannt, wie du kommst, wie dieser Sieg, dieser herrliche Sieg ausgehen wird, wenn du wiederkommst und deine Gemeinde, deine Braut nach Hause holst. Wir warten und sagen, Maranatha, Herr, komme bald. Amen. Shalom. Meine lieben Geschwister, seid ganz reich gesegnet an diesem Tag und in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal.